Hey, Johannes hier von newgadgets.de und ich bin in San Francisco, denn Audi stellt hier heute seinen neuen e-tron vor. Das ist das erste vollelektrische Serienfahrzeug von Audi und ich hatte jetzt die Möglichkeit, mir den Wagen vorher schon mal ein bisschen genauer anzuschauen. Also in diesem Video erfahrt ihr alles zum Antrieb, zum Exterieur, zum Interieur, zum Infotainment und ich will mal sagen, wir starten direkt los. Ja, ich bin Stefan Verbecker vom Audi Design, war Teil des Teams, was jetzt die letzten 3,5-4 Jahre an dem Audi e-tron gearbeitet hat und freue mich, dass ich jetzt hier mal eine kleine Designrunde ums Auto geben darf. Fangen wir mal an beim Single-Frame-Grill, ist natürlich für Audi total wichtig. Wir haben einen Octacon-Grill, ja, das ist also wirklich, das Auto ist wirklich Teil der SUV-Familie, der Q8 und auch die neuen Q-Autos werden auch einen Octagon-Grill haben. Was wir hier aber sehen, der ist viel verschlossener, also der ist oben und unten, also großteils geschlossen, weil wir einfach nicht mehr so viel Luft brauchen. Was wir hier jetzt sehen, ist das Schwarzpaket. Normalerweise ist der Farbton des Kühlerschutzgitters viel heller, weil wir auch wirklich zeigen wollen, das ist kein normaler Verbrenner, der sehr viel Luft braucht, sondern der Single Frame ist eigentlich viel mehr ein Schild. Wir haben dann hier die Leuchtensignatur im e-tron-Look mit diesen horizontalen, das kennt man schon von den Hybrids, die wir schon auf der Straße haben, aber das haben wir jetzt hier in den Hauptscheinwerfer integriert. Warum haben wir das gemacht? Weil wir untenrum wirklich Platz gebraucht haben für die Air Curtains, weil das war die oberste Prämisse auch vom Exterieur-Design, dass wir wirklich einen Beitrag leisten zur Aerodynamik, denn das Allentscheidende für den Kunden wird am Schluss sein, was hat das Auto für eine Reichweite. Das heißt, hier kommt die Luft durch und entlüftet dann wieder am Rathaus und das bringt einen riesen Vorteil. Wir haben also eher ein geschlossenes Design hier. Es wird später aber auch noch eine S-Line geben, die dieses Thema noch expressiver spielt, wenn der Kunde einfach Lust hat, einfach noch ein bisschen ein progressiveres Design zu haben. Insgesamt, wenn wir mal auf die komplette Karosserieform eingehen, sind wir total froh darüber, dass das ein SUV ist. Klar, SUVs verkaufen sich natürlich sehr gut und zwar auch in allen Märkten gleichermaßen. Ist also eine überall gleichermaßen akzeptierte Karosserieform, hat aber aus Designsicht wirklich noch den Vorteil, dass ich eine schöne Proportion erzeugen kann. Wir sitzen auf der Batterie, haben automatisch ein relativ hohes Dach, haben jetzt dadurch, dass wir keinen Motor vorne drin haben, einen kurzen vorderen Überhang, haben einen sehr langen Radstand, der dann im Innenraum auch für sehr viel Beinfreiheit im Fond sorgt und haben einfach eine sehr schöne gestreckte Proportion. Wir sind natürlich eine Quattro-Marke. Quattro wollen wir immer zeigen, weil hier auf der tiefen Schulter gleichermaßen vorne und hinten die Quattro-Blister richtig oben drauf liegen und dieses Auto hat immer Quattro, deswegen passt das auch sehr gut dazu. Man sieht hier auch, dass wir am Schweller mit diesem Winglet-Design gearbeitet haben. Wir wollten einfach dem Schweller ein bisschen was Expressiveres geben, weil hier liegt die Batterie, hier liegt das neue Kraftzentrum des Autos und das wollten wir auch ein bisschen hervorheben. Wir haben Räder vom Q7, 775 mm sind die insgesamt im Durchmesser. Was wir hier sehen, sind 21 Zöller. Es gibt dann später von Audi Sport noch optional 22 Zöller. Da schlägt das der Designerherz natürlich höher, weil je größer die Räder, desto besser steht das Auto auf der Straße. Und das versuchen wir natürlich immer im Design richtig zu erzeugen. Was man hier jetzt auch sieht, wir haben diese orangen Highlights, sowohl jetzt hier bei den Bremszangen als auch hier in dem Schriftzug integriert, weil das zeigt halt, es ist voll elektrisch. Kann man sich allerdings auch bei den Bremsklötzen abbestellen, wenn man den Orangeton nicht so mag. Da haben wir uns aber von diesen Hochvoltkabeln inspirieren lassen und haben diese Farbe aufgenommen. Und hier sind wir eigentlich bei der Ladedose. Die öffnet elektrisch, das ist total wichtig, weil wir wollten wirklich dem Auto dieses Premium-Gefühl geben, auch in der Benutzung. Ja, wir haben hier AC und DC, das heißt, hier kann man auch Hochvolt laden und man kann sich auf der anderen Seite kann man sich optional auch noch eine Ladedose bestellen. So dass wenn man hier ist perfekt, wenn man in der Garage parkt, parkt man ziemlich nah an der Wand und kann dann hier das sehr schön bedienen. Und wenn man aber eben am Straßenrand parkt, ist auch die andere Dose auf der anderen Seite natürlich sehr praktisch, weil man dann nicht im Verkehr steht, während man hier das Kabel bedient. Und wenn man dann das Kabel abzieht, wird es sich automatisch auch wieder schließen. Was ich
auch noch sagen möchte, ist, dass diese Absatzfarbe, die wir hier sehen, die gibt es auch in Body Color, weil es ist für uns ganz wichtig, dass der Kunde oder die Kundin sich das Auto genauso konfigurieren kann, wie es halt beliebt. Ja, manche mögen es vielleicht, wenn das Auto ein bisschen höher steht, wenn ein bisschen mehr Bodenfreiheit optisch da ist, was hier mit dieser dunklen Farbe auf jeden Fall gegeben ist. Oder wenn man es in Full Body Color eben lackieren will und einfach dieses etwas massivere des SUVs, wenn einem das gefällt, da hat man dazu auf jeden Fall die Freiheit. Und da kommen wir eigentlich auf das nächste Detail, nämlich den virtuellen Außenspiegel. Und das ist was, das haben wir halt, solange ich bei Audi bin und auch schon vorher sicher seit 20 Jahren an alle möglichen Showcars gebaut und nie in Serie. Und es war jetzt einfach mal so cool, das mal in Serie bringen zu können. Das ist auch eine Option. Das heißt, es gibt einen normalen Spiegel, aber dieser Spiegel ist sehr schön integriert, formal und hat sehr viele Vorteile. Einmal aeroakustisch, weil man muss sich vorstellen, wenn das Auto fährt, ist es auf der Autobahn total leise und jedes Windgeräusch wird als störend empfunden. Also hier schon mal ein Vorteil. Dann hat er durch die reduzierte Form, bringt der 2,5 Kilometer mehr Reichweite, weil er einfach aerodynamisch viel besser ist. Und wenn man dann drin sitzt, hat man Vorteile mit der Night Visibility, mit einem Zoom und mit einem verringerten toten Winkel. Und es ist natürlich auch einfach mal was Neues, ja, was ja auch dem Auto sehr, sehr gut tut. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Heck. Wir haben ein sehr langes Heck, das ist gut für die Aerodynamik. Wir haben hier auch wirklich eine Abrisskante, wo dann die Luft ganz kontrolliert abbricht. Aber die ist schön integriert in die Leuchte und wir sehen auch hier, haben wir die e-tron-Signatur, die überall am Auto so ein bisschen auftaucht. Man sieht es auch an den Felgen, an dem Einleger, am Schweller. Und was natürlich ganz besonders cool ist, ist das durchgezogene Leuchtenband. Das ist also richtig ein Nachtdesign erzeugt, was total futuristisch ist, was auch irgendwie Elektrifizierung ausstrahlt. Und auch dieses Leuchtenband wird wieder animiert sein, so wie wir das vom A7 und vom A8 kennen, wo dann wirklich von hier in der Mitte der Strahl dann bis hier außen in diese Federn dann geht. Und dann noch mal ein ganz kurzes Wort hier zum Diffusor. Das, wie gesagt, auch hier Teil des Schwarzpaketes, wird wahrscheinlich auch sehr oft Silber sein. Hier haben wir auch diese e-tron-Signatur aufgenommen, diese horizontalen, um dann vielleicht bei der Hinterherfahrt den Leuten zu zeigen, schaut mal hier, hier ist kein Endrohr mehr. Ja? Weil wir wollten in keinem Fall dort eine Fake-Endrohrblende reinsetzen, weil das einfach bei einem voll elektrischen Auto überhaupt nichts verloren hat, unserer Meinung nach. Und genau, das ist es eigentlich soweit. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Andreas Bückelmeier von Audi. Ich darf heute den virtuellen Außenspiegel vorstellen. Die erste Anwendung, die wir bringen für den CBEV. Die Weltpremiere, wir haben hier eine Weltpremiere auch vom OLED-Display, das wir hier integrieren. Wir sehen hier den virtuellen Spiegel als Systemaufbau, hier als Tür. Das System besteht aus einem kleinen Kamera mit einer Dynamik von 110 dB. Das zeichnet mir das Bild auf, wie das äquivalent zum Spiegelbild ist. Und das Bild wird dann dargestellt auf einem OLED-Display mit tollen Farben und einem sehr guten Kontrastverhältnis, das wir darstellen und umgesetzt haben durch das OLED-Display. Das System bietet die Vorteile, ich reduziere CW-Wert, ich habe eine bessere Geräuschkulisse durch den Entfall des konventionellen Spiegels, ich habe viele coole neue Funktionen, die integriert sind ins Fahrzeug und möglich werden durch dieses Display und es schaut einfach verdammt gut aus. Ich schalte mal hier die ganzen Funktionen nochmal durch zur Erklärung. Wir haben jetzt hier die Bordsteinsicht, die der Kunde anwählen kann, wenn er möchte. Wir haben hier zusätzlich eine Sphäre dargestellt, die nach unten dargestellt wird, um das Sichtfeld so groß wie möglich darzustellen. Dann schalte ich mal weiter, das ist die nächste Sicht, das ist die Blinkersicht. Hier erweitern wir das Sichtfeld nach außen, um den toten Winkel so stark wie möglich zu minimieren. Man sieht jetzt hier, bis zur weißen Linie geht der sphärische Bereich. Das Grüne ist das Blinkersignal, das wir als Overlay darstellen. In die nächste Sicht, das nächste Overlay, das jetzt kommt, das ist ein Overlay, das den Side Assist darstellt, also das Heckradar mit Totwinkelassistent.
Wenn dieser gelbe Rahmen hier dargestellt wird, das ist die Infostufe, habe ich ein kritisches Objekt auf der Seite. Und wenn ich jetzt hier einen Blinker setzen würde, dann bekomme ich jetzt die Warnung, die angezeigt wird. Die Intention hier ist, dass der Blick vom Kunden auch auf das Display gebracht wird. Dann haben wir noch eine weitere Sicht. Das ist die Autobahnsicht. Bei der Autobahnsicht zoomen wir leicht rein, um die Objekte größer erscheinen zu lassen, um die Überholmanöver auf der Autobahn zu erleichtern. Ja, das ist die Standardsicht, wie wir sie haben werden, also Standardansicht. Die Bordsteinsicht und die Standardansicht kann individuell eingestellt werden. Und alle Menüs oder alle Views kann ich in einem Menü im MMI auswählen und individuell anwählen. Gut, Sie sehen hier den neuen Antriebsstrang vom Audi e-tron. Wir haben ein E-Allrad-Fahrzeug. Das heißt, wir haben eine Maschine an der Vorderachse, eine Maschine an der Hinterachse. Die an der Vorderachse hat ungefähr 125 kW, die an der Hinterachse 140. Und in Summe können wir als Boostleistung bis zu 300 kW abrufen. Die Besonderheit jetzt bei einem E-Allrad ist im Vergleich zu einem mechanischen Allrad, wir haben keine Verbindung mehr über die Kardanwelle, wie wir es in den vorherigen Fahrzeugen, in den mechanischen Allradfahrzeugen hatten. Deshalb war eine große Herausforderung natürlich im Allradfahrzeug, diese Kardanwelle elektrisch nachzubilden, beziehungsweise per Software nachzubilden. Und das haben wir jetzt erreicht, indem wir die Software aus dem mechanischen Allradsystem an den E-Allrad angepasst haben, mit diversen neuen Funktionen, neuer Vernetzung angepasst haben. Und ein wichtiger Anspruch war für uns, dass ein elektrischer Allrad auf dem gleichen Level wie ein mechanischer Allrad. Dementsprechend haben wir auch den e-tron Allrad hier mitgenommen auf unsere ganzen Erprobungen. Das heißt, wir sind sehr stolz darauf, hier einen wirklich vollwertigen Allradantrieb darzustellen. Und der Allrad hilft uns nicht nur beim Thema Traktion und Fahrdynamik, er hilft uns auch beim Energiesparen bzw. beim Energierückgewinnen. Ein zweiter großer Baustein und das, was bei der Rekuperation, bei der Reichweite sehr viel hilft, ist das Thema Rekuperation. Wir haben eine Gesamtreichweite in dem Fahrzeug von über 400 Kilometer und davon ist 30% zurückzuführen auf die Energierückgewinnung durch Rekuperation. Wie funktioniert jetzt die Rekuperation? Wir treiben über die E-Maschinen normalerweise an und genauso können wir sie beim Verzögern können wir sie nutzen, um die Energie zurückzugewinnen. Da haben wir verschiedene Modi. Wir haben einmal die Möglichkeit, wenn der Fahrer vom Gaspedal runtergeht, das sogenannte One-Pedal-Feeling umzusetzen. Der Fahrer hat die Möglichkeit, am Lenkrad, an den Pedals vom Lenkrad, drei Stufen einzustellen. Nämlich einmal segeln, das heißt, das Fahrzeug rollt weiter, soweit es möglich ist, keine Verzögerung durch den E-Antrieb. Dann 0,5 Meter pro Sekunde Quadrat und 1 Meter pro Sekunde Quadrat. Das sind drei Stufen an Rekuperation, die der Fahrer einstellen kann, wenn er an den Pedals am Lenkrad arbeitet und wird aktiviert, indem er vom Gaspedal geht. Dieser 1 Meter pro Sekunde Quadrat ist für uns ein guter Kompromiss aus dem One-Pedal-Gefühl und dem Komfortverhalten, was wir haben. Trotzdem haben wir für diese Reichweite, ich habe es erwähnt, 30%, haben wir die Notwendigkeit gehabt, von 0,3 G zu erreichen an Verzögerungshöhe. Deshalb setzen wir ein völlig neuartiges Bremssystem ein, nämlich das integrierte Bremssystem. Und normalerweise verbindet der Kunde mit aufs Bremspedal gehen Energievernichtung in der Bremse. Hier ist es aber anders. Hier ist es so, der Fahrer tritt in ein Simulatorsystem und wir kalkulieren dann per Software, ob wir diese Verzögerung über die Reibbremse stellen oder über die E-Maschine. Und in über 90% der Fälle ist es so, dass wir auch diese Verzögerung über die E-Maschine stellen. Das heißt, die Reibbremse bleibt in der Situation kalt. Das heißt, wir vernichten dort keine Energie. Wir stellen alles über die E-Maschine. Und damit erreichen wir bis zu diesem 0,3 G, was tatsächlich 90% mindestens eines normalen Kundenzyklus der Verzögerung darstellt, erreichen wir diese 90% und dementsprechend tragen sehr stark zu den 400 Kilometer Reichweite bei. Also beim Interior-Design war uns besonders wichtig, also die Performance des Fahrzeuges aufgrund seiner neuen Technologie und das schnelle Ansprechverhalten des Motors auch im Interior-Design wiederzuspiegeln. Und deswegen haben wir für dieses Fahrzeug, was ja eher in der SUV-Segmentklasse auftaucht, ein sehr, sehr sportliches Interior gewählt und wollten das eben halt mit zwei weiteren Schlagworten einer gewissen Leichtigkeit der Interior-Architektur, die die Sportlichkeit quasi noch mit anreichert und unterstreicht und auch mit intelligenten Lösungen vor allen Dingen auch in den Human-Machine-Interface integrieren. Für das paar Highlights in diesem Fahrzeug und sehr die
paar Design-Features, die zu den ikonischen Charakter des Fahrzeugs beitragen, ist vor allen Dingen die Interpretation des virtuellen Cockpits. Direkt die Fahrerachse wird bei uns extrem betont, auch mit den angestellten Displays, die sich drumherum neigen. Der Kern der ganzen, also das Herz des virtuellen Cockpits ist sozusagen das Instrument-Cluster, was jetzt eigentlich eine rahmenlose Erscheinung nahezu hat und eben halt einen freischwebenden Charakter, freistehenden Charakter, in dem es eben halt von dem Volumen der Architektur abgesplittet und etwas nach vorne geneigt ist, sodass das Luftdüsenband hinten schön durchläuft. Von der Semantik der ganzen Linienführung wird auch die Achse betont, dass der klassische Wraparound quasi als Designelement für Audi sehr typisch sich nochmal dem Fahrer entgegenneigt und damit auch die Achse zentriert, eigentlich, die das sportliche Fahren betont. In der Mittelkonsole haben wir auch nochmal ein Highlight im Prinzip. Das ist auch der Elektrifizierung des Fahrzeugs auch im Prinzip unterstreichend hinzugefügt, dass wir einen skulpturalen Schalthebel extra für dieses Fahrzeug neu entwickelt und designt haben und damit auch das schnelle Ansprechverhalten widerspiegeln wollten, indem wir einen Speedshifter haben. Also die reine Gangwahl im Prinzip oder das Fahrmodi würde dann quasi über einen Triggerschalter als kleines Element quasi an Daumen und am Zeigefinger geregelt, während die ganze Skulptur, die integriert in die Reling ist, die auch nochmal die ganze Mittelkonsole schweben lässt, mit Durchbrüchen sozusagen unten drunter, diesen schwebenden Streckencharakter nochmal betont, eigentlich feststeht, die Skulptur des Shifters, und eine Armauflage bietet zur zielsicheren Bedienung der Displays in den weit unten abgeneigten Bereich. Weiterhin hatten wir eben halt bei den e-tron eine Lichtsignatur als Zeremonie der Inszenierung dieser ganzen drei Themen eben halt noch unterstreichend hinzugeführt. Das gibt nochmal ein Lichtband auf der rechten Seite, wo das e-tron-Badge quasi nochmal mit dieser Signatur, die sehr e-tron-spezifisch sind, das sind immer horizontale Linien, meistens sind es vier. Man erkennt es auch beim Tagverlicht im Exterior-Design, spiegelt das die Frontsignatur der Frontscheinwerfer wieder, die auch in den Speichen, in den fünf Speichen der Aerofelgen dann wieder auftaucht. Das ist ein spezifisches Element für den e-tron. Und das war mein Video mit dem neuen Audi e-tron. Falls ihr irgendwelche Fragen zu dem Wagen habt, dann stellt sie einfach unten in den Kommentaren und ich werde versuchen, sie für euch so schnell wie möglich zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, beziehungsweise der Wagen, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.